herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Letzte Woche war es etwas ruhig auf meinem Kanal. Wir haben, wie ihr seht, etwas renoviert. Aber heute geht es wieder los. Überfällig ist ja schon das aufgebraucht Dezember. Jetzt haben wir nun fast schon den Januar vorbei. Mein Beutelchen liegt hier schon. Habe ich schon alles parat gelegt. Dann habe ich den Duft des Monats Februar da. Den möchte ich euch vorstellen. Und die drei Düfte der Valentinskollektion. Das sind diese drei. Mal gucken, wie lang das Video wird, ob wir noch reinschnuppern. Dann können wir noch kurz die Lampe des Monats für Februar anschauen. Und ich weiß gar nicht, hatten wir den Duft des Monats Januar schon besprochen? Ich kann ihn ja mal kurz holen, denn... Dann schauen wir einfach nochmal rein. Okay, Moment. So, da ist sie wieder. Das ist der Duft des Monats für Januar. Sun Ripped at Berry. Die Lampe ist ja schon seit dem 3. Januar, also gleich nach 2-3 Tagen, ausverkauft gewesen. Dann war sie eine Zeit lang auf Vorbestellung, dass man sie sich vorbestellen kann mit der Auslieferung zu August, September, Oktober. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob das noch geht. Keine Ahnung. Das bin ich überfragt. Meine zwei, die ich noch gekriegt habe für meine Kunden, tja, die sind immer noch nicht da. Die habe ich am 3. Januar bestellt. Und ist leider noch nicht mal bearbeitet. Jetzt hätte ich sie denn doch ganz gerne schon. Aber gut, fangen wir erstmal an mit dem Aufgebraucht für Dezember. Und zwar bin ich heilfroh, Gott sei Dank, dass ich aufgebraucht habe einmal die Handseife in Coconut der Kirin. Ich weiß, dass viele diesen Duft total gehypt haben, als er rauskam. Ich finde ihn... Ja, also der ist so für mich persönlich zu ekelhaft. Also es war jedes Mal ein Krampf für mich, wenn ich mir die Hände gewaschen habe und... Der Duft denn, oh nee. Aber gut, ich wollte es ja dann auch nicht sinnlos rumstehen lassen. Also haben wir es fleißig aufgebraucht. Und ich weiß, ich glaube, ich hatte auch nur die eine. Und sollte doch nochmal in den Tiefen meiner Schränke eine zweite auftauchen, dann wird sie verschenkt. Also ich möchte sie nicht nochmal nutzen. Dann habe ich einmal aufgebraucht. Meine heißgeliebten Washerwiffs in Clothesline. Na, das ist ja dieses Salzgranulat Wäscheduft. Der in die Waschmaschine kommt. Die Dose ist zwar leer, aber die riecht immer noch so übelst nach Clothesline. Ist ja frische Wäsche. Na und ist auf dem Weg. Im Club habe ich es, glaube ich, als Halbpreisartikel drin. Müsste ich schauen. Na, da ist ja so ein Löffelchen mit dabei. Und dann kommt das unten direkt in die Waschtrommel der Waschmaschine rein. Und in Kombination mit dem Flüssigwaschmittel und dem Weichspüler ist das die absolut mega geile Duftbombe für eure Klamotten. Und eher nicht nur Klamotten, egal was ihr wascht. Bettwäsche, Handtücher. Ja, und das wirklich intensiv. Also ich habe letztens meine Bettwäsche damit gewaschen und habe es wirklich gut gemeint. Habe zwei Löffel da reingemacht. Oh Gott, oh Gott. Ich habe 3 Tage lang nur im Clothesline-Duft geschlafen. Das wollte ja nicht mehr so richtig weichen. Das war wirklich heftig. Dann habe ich einmal aufgebraucht. Noch ein Counter Clean in Aloe Water Cucumber. Der Duft verlässt uns ja zum 1.2. in einer Clean-Serie, in einer Wäscheserie. Was haben wir noch? Ja. Da wird es denn den Duft nicht mehr geben. Also wer Aloe Water und Cucumber mag, ich kann ja mal die Duftbeschreibung vorlesen, der sollte jetzt im Januar nochmal zuschlagen, da ja auch die 10% Rabatt noch bis zum 31.10. Laufen. Kann man sogar noch einen kleinen Schnapper machen. Ich schaue hier mal kurz drin. Aloe Water. Schraub hier mal das Licht runter. So, also da, so ist jetzt mit dem neuen Etikett.
Ursprünglich kostet er 14,25 Euro. Jetzt mit den 10% sind wir bei 12,82 Euro. Also ein bisschen was gespart. Und die Duftbeschreibung sagt: Aloe Wasser, Gurkenschale, Palmwedel und Ananasnektar kombiniert in einem milden Duft. Und er ist wirklich dezent. Ja, also ihr bärmt euch jetzt nicht die Birne weg, sag ich jetzt mal. Na, aber selbst wenn es den jetzt noch zukünftig gäbe, würde ich ihn mir nicht mehr in einer Putzserie kaufen. Als Wäscheserie hatte ich sie noch nicht. Aber hier ist ja mein persönliches Highlight sowieso Lemon Squeeze. Also da kommt ja für mich persönlich nichts anderes dran. Ich liebe ja Lemon Squeeze beim Putzen über alles. So, dann kommen wir, habe ich hier noch andere, zu den Bars. Also ein Teil habe ich ja wieder verwendet, um Brom zu gießen. Und ein Teil habe ich viel. Ja, Dezember war ja Weihnachten, hat man ja auch Bock auf ein bisschen mehr Duft, sage ich jetzt mal. Kaffee hat mir hier schon bereitgestellt, den Rest. Prost. Und da habe ich wirklich viel verdüftet, sage ich jetzt mal, im Dezember, ne? Und dann fangen wir mal an. Also, als erstes habe ich unter anderem verdüftet Apple Cherry Strudel. Also der Duft, der ist wirklich Dessert-Kuchen wert, ne? Also ich finde den total klasse, habe den auch mehrmals verdüftet. 2 oder 3 Bars jetzt in der Wintersaison. Ich glaube, einmal habe ich noch da und dann ist aber auch gut. Also dann kann jetzt auch so langsam für mich die Sommerdüfte Einzug halten, ne? Der verlässt uns ja auch zum 1.2. Also wer noch Bock auf Apfelstrudel hat, der kann sich den auch mit 10% Rabatt, kostet dann 7,65 Euro, wie der reguläre Duft des Monats, der ja sowieso immer 7,65 Euro kostet, die auch. Im Kombinieren und Sparen könnt ihr den reinpacken, einmal im 6er Barset oder im 3er Barset, auch mit 10% Rabatt reduziert. Ja, also 6er kostet ja sonst 42,50 Euro, sind wir denn jetzt bei 38,20 Euro. Und die Dreier für 24,50 sind wir bei 22 und was sagt er. Dann haben wir einmal Disneys Ariel. Das ist der. Mal gucken, wie es halten muss mit dem Licht. Also da waren... Habe ich den... Da waren nicht mehr so viele drin. Ich glaube, das ist noch einer aus meinem angefangenen Stapel im Schrank. Da waren, glaube ich, bloß noch zwei oder maximal 4 Würfel drin, sodass es halt nochmal reicht. Habe ich jetzt leer gemacht. Aus der Disney-Kollektion, wie unschwer zu erkennen ist, ein frischer, aquatischer Duft. Ich mag ihn. Ist auch in meinem Club. Ne? Ist jetzt im Moment so nicht erhältlich. Also wenn ihr Ariel... Kiss the Girl, Little Mermaid. Wenn ihr den kennt und da Bock drauf habt und da nicht wisst, wie ihr rankommen sollt, dann schreibt mir gerne. Ja, dann könnt ihr den über meinen Club beziehen und dann jo, habt dann da no Probleme. Dann habe ich einmal, ja, ein Bar Sun Ripped Mid Berry. Den habe ich natürlich verbrezelt, sage ich jetzt mal, um Proben zu machen. Für meine Kunden, damit die den Duft des Monats kennenlernen, mache ich ja eigentlich immer so einen Monat im Voraus. Also wir Berater haben ja die Möglichkeit, den Duft des Monats ein paar Tage vorher zu beziehen, um für unsere Kunden Proben zu machen. Und ich hatte mir dann dieses Kit gekauft mit Duftlampe des Monats und den Bars dazu. Die Duftlampe natürlich für mich selber und zum Bewerben. Und die Düfte habe ich verbrezelt. Könnte sein, dass da vielleicht auch noch einer bei ist. Jo. Für meine Kunden als Proben gegossen. Und die anderen Düfte, ja, die sind... Ich habe jetzt noch einen da liegen. Und dann die anderen sind halt alle schon weg. Ne? Sun Ripped Mid Berry, Duft des Monats Januar. Könnt ihr mit ins Kombinieren Sparen legen, 7,65 Euro regulär. Könnt ihr auch in euren Club packen. Die neue Funktion vom Club
ab dem 1.2. hatte ich ja, glaube ich, schon mal erklärt, aber da können wir gerne später nochmal drüber reden. Dann habe ich hier einmal Bora Bora Blossom. Und zwar ist das ein Sommerduft. Da habe ich auch bloß den Restbestand aufgebraucht. Da waren noch ein oder zwei Würfel drin. Und wenn da bloß noch so wenig drin ist, dann tue ich die meistens in die Badlampe. Weil da steht bloß eine kleine. Wir haben bloß ein ganz kleines Minibad. Und dann reicht das dafür völlig aus. Einmal Bora Bora Blossom. Kommt jetzt zum 1.2. auch wieder mit den Sommerdüften. Dann haben wir einmal Love and Happiness. Da war wirklich bloß noch einer drin, weil der Duft ist aus der Bring Back My Bar Kollektion im Sommer und der war überhaupt nicht meins. Also habe ich jetzt Gott sei Dank endlich den letzten Würfel verheizt im Badezimmer. Der war nicht so... Also den muss ich nicht nochmal wieder haben, sagen wir mal so. Na, Love and Happiness. Es gibt sicherlich welche, die den total feiern und total toll finden. Soll ja auch alles so sein. Die Nasen sind ja unterschiedlich und jeder hat seine Vorlieben und die Schmecker sind verschieden bekanntlich. Na, Love and Happiness habe ich aufgebraucht. Dann haben wir hier einmal drin True Love Awaits. Den Prinzessinnen-Duft Disney. Den habe ich Tatsache für Proben verdüftet, verbrezelt, weil der ja, wie gesagt, im Sortiment ist und meine Kunden auch ganz gerne mal einen Duft als Probe bekommen, den sie so noch nicht kennen. Ne? Und True Love Awaits, wenn man den jetzt nicht so auf dem Schirm hat, dann kommt man da jetzt auch nicht dazu, den sich mal zu gönnen, sage ich jetzt mal. Ne? Ich mag ihn. Da er im Sortiment ist, ist er auch nicht in meinem Club. Er war im Club und als er dann mit dem letzten Saisonwechsel ins Sortiment kam, habe ich ihn rausgeschmissen, weil er ist ja regulär erhältlich. Er ist, ja, blumig, süß. Also ideal, ja, kann man für kleine Prinzessinnenherzen kann man den durchaus nehmen. Den gibt es auch als Pots. Ne, Pots sind diese kleinen Körbchen mit den Duftkügelchen drinne. Und passend dazu die Ventilatoren, die Disney-Prinzessinnen-Ventilatoren. Einmal in Blau und einmal in Lila. Die hatte ich auch schon mal in einem Video vorgestellt. Die bleiben auch. Die gehen nicht aus dem Sortiment zum 1.2. Also regulär weiter erhältlich. Dann haben wir hier einmal drin Coconut Vanilla Orchid. Das ist auch so ein Duft, den ich jetzt nicht so unbedingt gefeuert habe. Er ist gut. Ich habe ihn probiert, ich habe ihn verbrezelt und dann ist auch gut. Also ich würde ihn mir jetzt nicht wieder kaufen, für mich privat. Na, und da war Tatsache nur noch ein Würfel drin. Und für mich ist der zu kokosnusslastig. Also für mich ist die Kokosnuss zu dominant und das ist für mich schon Ausschlusskriterium. Ich bin kein Kokosnuss-Fan. Aber wer auf Kokosnuss mag, mit einem klein bisschen blumigen Touch, na, der ist bei Coconut Vanilla Orchid definitiv richtig. So, dann haben wir hier noch drin einmal Vajana. Vajana ist ja auch ein Duft, der in meinem Club ist, der für mich aber nicht so... Ja, ich sag mal, funktioniert, weil ich ihn nicht lange genug wahrnehme. Na, also er ist schön, er ist aquatisch, er ist fruchtig. Kalt, ein absolut toller Duft, wenn ich meine Nase hier reinhalte und den Bar in einem Kaltzustand rieche, finde ich ihn bombastisch. Ja, super, gute Laune Duft. Aber wenn er in der Lampe ist, dann ist er nach kurzer Zeit für mich, nehme ich ihn nicht mehr wahr. Und dann brauche ich ihn für mich hier zu Hause auch nicht in die Lampe schmeißen. Hab ich ja dann nicht von. Kann mich ja dann da nicht daran erfreuen. Er war in meinem Club. Ich habe ihn jetzt rausgenommen. Ich hatte einen großen Backup da. Ich glaube, zwei habe ich noch hier. Und ja, er habe ihn jetzt raus aus dem Club und damit ist gut. Da kommen sicherlich andere Düfte, die für mich besser funktionieren, die dann im Club landen und auch bleiben. Vajana ist jetzt definitiv erstmal fort. So,
Dann haben wir einmal den Stitch. Stitch ist ähnlich wie Vajana, ist im Kaltzustand ein super bombastischer Duft. Frisch, aquatisch, in meiner persönlichen Kategorie Blau einzuordnen. Aber auch hier, ich nehme ihn leider nicht lange wahr. Leider, leider, leider. Ich hätte ihn gerne dauerhaft da, aber ähnlich wie Vajana ist er für mich nicht lange wahrnehmbar. Er war in meinem Club, jetzt ist er, musste er weichen, ebenso wie Vajana. Ne? Tja, so ist das manchmal. Es kommen sicherlich andere Düfte, die bei mir besser funktionieren. Und wer ihn mag, der kann sich ja ganz, oder kann ihn ja gerne mal, kann sich gerne bei mir melden, meine Güte. Und dann gucken wir mal, was wir möglich machen können, ob ich ihn für euch organisiert kriege. Und wenn nicht, dann muss man mal warten, ob man die Chance hat, das Glück hat, dass irgendeine andere Beraterin vielleicht auf Lager hat, dass man ihn da ja ergattern kann. Und dann ist das ja überhaupt kein Problem. Ja. In meinem Club habe ich ja jetzt die Bring Back My Bar Exklusivdüfte reingetan. Die kommen ja jetzt Ende Januar mit meiner Clublieferung mit. Und auf die bin ich so gespannt, welcher davon geht. Habe ja nicht alle genommen, nur die, die mich jetzt so angesprochen haben. Und welcher davon in meinem Club bleibt. Dann habe ich einmal aufgebraucht, meinen heißliebten Clothesline. Dieser frische Wäscheduft. Ich liebe ihn. Ja, also er ist wirklich, 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 wirklich bombastisch frische Wäsche. Also wer es mag, dass sein Zuhause, seine Wohnung, sein Wohnzimmer, Schlafzimmer, wie auch immer, sein Bad nach frisch gewaschener Wäsche riecht, der ist bei diesem Duft wirklich zu Hause. Ne? Und vorsichtig sein, dezent anfangen in der Lampe, nicht gleich vier Würfel, sage ich jetzt mal, da reintun, sonst kracht's euch die Birne weg. Der ist wirklich intensiv und stark. Ne? Also ich selber habe hier zu Hause einen Würfel in der Lampe und habe auch nur diese eine Lampe dann an, wenn ich diesen verbrete. Dementsprechend hält er ja bei mir auch wirklich lange Clothesline. Ne? Nehme ich auch super lange wahr. Clothesline geht bei mir immer. Ein All-Time-Favorite wie Pink Cotton zum Beispiel geht bei mir auch immer. Dann haben wir hier einmal Angel. Angel habe ich verdüftet, auch einen Restbestand aufgebraucht. Der ist in meinem Club und der bleibt in meinem Club. War ja im Gegensatz zu Stitch nicht gleich mein Favorit. Hat sich im Nachgang aber entpuppt als für mich der bessere. Na, weil ich ihn einfach länger wahrnehme und den Duft absolut feiere. Er ist süß, riecht für mich wie... Ja, wie soll ich sagen, wie so ein Jahrmarktbudenstand, der Süßigkeiten verkauft mit diesen Herzen und Zuckerstangen und die kandierten Äpfel und Schokobananen. Ihr wisst, was ich meine, ne? So assoziiere ich diesen Duft und der ist mega, mega mäßig lecker. Angel Experiment 624 ist in meinem Club, bleibt in meinem Club. Wenn ihr den noch nicht kennt und Bock drauf habt, eine Probe möchtet oder sogar den ganzen Bar probieren wollt, dann schreibt mir. Dann lasse ich euch einen zukommen. Dann haben wir auch einmal Restbestand aufgebraucht. Beach Daisy war auch nur noch ein, also eigentlich habe ich jetzt im Dezember viel in meinem Bad gedüftet, ne? In der Bring Back My Bar Kollektion aus dem Sommer ist ein frischer, blumiger Duft. Würde ich mir auch wieder kaufen. Joa, passt gut in den Sommer. Müsste ich jetzt gerade, nee, Bring Back My Bar. Also er wird wahrscheinlich nicht im Sortiment sein, im neuen Katalog. Den habe ich auch schon hier. Den können wir ganz gerne im nächsten Video mal durchsprechen, den Katalog. Wenn ihr Lust drauf habt, schreibt mal unten in die Kommentare. Machen wir eine kleine Katalogtour. Und dann können wir ja auch gleich mal gucken, ob der vielleicht sogar im Sortiment ist. Wie gesagt, letztes Jahr war er in der Bring Back My Bar Kollektion im Sommer. Toller Duft. Würde ich mir wieder kaufen. Und dann einmal, der war in dieser 10-Jahres-Kollektion, 10-Jahre-Jubiläum, also 10-Jahres-Sensi in Deutschland, gab es eine eigene Kollektion. Da ist der, Best Life heißt der. Den habe ich jetzt ja nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ja, also er ist frisch.
Er ist blumig. Ja, er ist gut. Also ich hatte ihn da, er gefällt mir, ich habe ihn verdüftet. Ich würde ihn mir jetzt aber nicht auf Halde legen, sage ich mal. Ich würde mir jetzt hier kein großes Backup anlegen. Einmal Best Life. Ja. Dann haben wir meine Vase, die ich im Dezember verdüftet habe, auch schon fertig. Wir können ja mal 10, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. 14 Vasen im Dezember. Naja, sind ja nicht die kompletten Vasen. Verdüftet, aufgebraucht. Ja. Und mal meine alten, älteren, alt sind sie ja auch nicht, älteren Verständer aus dem Schrank. Ihr wisst ja, wenn das hinten, ganz unten liegt, dann hat man es irgendwann nicht mehr auf dem Schirm, was man eigentlich so da hat. Deswegen räume ich auch ab und zu meinen Schrank mal auf und gucke, was ist noch da. Was wollen wir jetzt mal zu Ende bringen hier, ne? Ja, denn kommen wir noch zum Duft des Monats Januar. Also der ist ja noch erhältlich bis zum 31.01. Das ist der hier, Sun Ripened Berry. Kann ich ja euch auch noch mal ohne Momento die Duftbeschreibung vorlesen. Ich finde ihn ganz gut. Wenn man schreiben kann, dann findet man ihn vielleicht auch. So. Da sagt die Duftbeschreibung: Eine erfrischende Kugel Orangensorbet mit sonnengereiften Himbeeren und Erdbeerzucker bestreut. So, dann schauen wir mal. Also die Erdbeeren rieche ich definitiv raus. Die Himbeeren. Ja. Orange eher nicht so. Also für mich ist es ein eher beeriger Duft. Aber auf jeden Fall lecker. So richtig wie. Ja, wie. Ja, kann man jetzt gar nicht beschreiben. Kennt ihr diesen Sirup, diesen Trinksirup zum Verdünnen mit Wasser? Da gibt es ja auch so einen Erdbeersirup. So ähnlich riecht der auch, würde ich jetzt sagen. Auf jeden Fall ist er total toll. Ich nehme ihn auch in der Lampe. Gut war und auch lange war. Ich habe es ja gleich getestet. Werdet ihr gleich sehen bei dem Duft für den nächsten Monat. Ja, also ich finde ihn gut. Ich habe jetzt den und noch einen zweiten da. Reicht für mich als Backup. Und dann schauen wir mal, wie lange er verfügbar ist. Generell verfügbar ist. Natürlich nicht mehr für den Duft des Monatspreis für 7,65 Euro, sondern dann regulär für 8,50 Euro. Aber ja gut, dann ist es halt so. Dann habe ich hier den Duft des Monats Februar. Sunburst Bamboo. Ja, also auf jeden Fall. Bambus. Und ich suche mal fix die Duftbeschreibung raus. Ist er jetzt. Ja, ich würde jetzt sagen, er kommt in die Richtung. Er ist so ein Touch wie Aloe Water, Cucumber, Opal Flower. So in die Richtung würde ich ihn einsortieren. Auf jeden Fall ist es ein sommerlicher Duft. Ja, gut, da steht natürlich wieder nichts. Da auch nicht. Ach nee, finde ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hat mein Mann gesagt, er riecht wie Grassilage, wie frisch geschnittener, frisch gemähter Rasen, gleich wenn er
wenn man dabei ist. Ja, ich finde die... Moment, wir schauen einfach mal hier rein. Vanille ist da drin. Nee, finde ich jetzt nicht so. Auf jeden Fall extrem dominant finde ich die Gurke. Die Gurke kommt auf jeden Fall durch. Bambus. Ja. Birne. Ist da eine Birne abgebildet? Könnte auch Birne mit drin sein. Ist wurscht. Sunburst Bamboo. Auf jeden Fall ein frischer Sommerduft. Ich habe ihn, wie ihr seht, in der Lampe schon getestet, damit ich beurteilen kann, ob er, also ob er für mich lange funktioniert. Und er funktioniert tatsächlich. Ich nehme ihn gut wahr, ich nehme ihn lange wahr. Wer auf, ich sag jetzt mal, einen frischen Gartenduft, blumigen, süßen, frischen Gartenduft steht, der wirklich ja gute Laune verbreitet. Ja, gute Laune verbreitet. Der ist bei Sunburst Bamboo definitiv zu Hause. Und ich sage immer, für 7,65 Euro, ja mein Gott, die sind ja jetzt nicht riesig groß. Man hat den Bar ja jetzt nicht 5 Jahre zu Hause liegen und wird ihn nicht los. Er ist ja dann, Entschuldigung, irgendwann auch aufgebraucht. Ja, und dann ist man ja ihn auch wieder los, wenn er wirklich einem nicht schmeckt. Ich kann euch auch anbieten, wenn ihr so ein Bar über mich bezieht und er euch überhaupt nicht zusagt, damit wir ihn tauschen. Ne? Also auch kein Problem. Dann tauschen wir halt den Bar. Ihr sucht euch einen aus, den ich da habe, der euch gefällt, der euch schmeckt, und ich nehme den zurück. Also das mache ich in der Regel bei den Duftbars so, wenn die Kunden mutig waren und sich den rausgestellt hat, Voraussetzung ist natürlich, dass er jetzt nicht angebrochen ist. Ja, also man kann jetzt nicht, ich sag mal, die Hälfte aufbrauchen und dann sagt man, oh ja, guck mal, der Bar gefällt mir nicht, können wir den mal tauschen? Ja, dann geht es natürlich nicht. Also so wie jetzt angenommen, er wäre noch voll, Folie angehoben, ihr schnuppert und denkt, nee, geht überhaupt nicht, dann ist das überhaupt kein Problem, dann tauschen wir ihn um und dann funzt es schon. Dann kann ich euch gleich passend dazu noch zeigen, die Duftlampe des Monats Februar. Moment. Muss das erst wieder runterschrauben. Da. Die Blue Agate ist wieder eine Duftlampe. Im Anschluss des Videos hänge ich euch einfach ein Bild dran, dass man es besser sehen kann. Ist wieder so eine Lampe, die ein Unikat ist. Durch die Musterung und Marmorierung des Glases ist jede Lampe wieder einmalig. Farbe Blau und Weiß. Muss mal mein Licht wieder hochschrauben. Was haben wir hier noch drin? Ja, dunkles Blau und Weiß. Zeig sie euch noch einmal, wie sie aussieht, wenn sie nicht leuchtet. Da sieht sie dann so aus. Ja, hübsches Ding. Würde perfekt wahrscheinlich in so ein mediterranes Badezimmer passen mit Blau. Ja, hübsche Lampe. Ich habe sie jetzt nicht da, weil ich nur beschränkte Platzmöglichkeiten hier habe. Und jede Lampe kann ich mir nur nicht hinstellen. Sonst bin ich bald überbelastet mit Lampen. Ja, das war Duftlampe und Duft des Monats Februar. Bekommt ihr ab dem 1.2. Der Duft kostet dann 7,65 Euro. Die Duftlampe des Monats ist ja eine Special-Lampe, gibt so nicht im Sortiment und ist nur so lange verfügbar, wie der Monat läuft oder der Vorrat da ist. Ne? Also wenn die Lampe, so wie jetzt die Better Together am 3. des Monats ausverkauft ist, dann ist er ausverkauft und dann kommt sie auch nicht mehr wieder. Wenn ihr Bock drauf habt, die Lampe haben wollt und noch keine eigene Beraterin habt, die euch oder die eure Vorbestellung für die Lampe entgegennimmt, dann meldet euch bei mir. Ich kümmere mich gerne drum, so dass ihr denn im Februar eure Lampe bekommt. Kein Problem. So, jetzt sind wir bei 30 Minuten. Jetzt macht es mit den anderen drei Düften auch nicht mehr aus. Jetzt gucken wir da noch, schnuppern wir da noch mal fix drin. So, das ist ja die Bar-Kollektion
aus der Valentinstags-Serie. Die Lampen habe ich mir jetzt nicht bestellt. Die Glitter Magenta ist ja so ähnlich wie die Glitter Tier, diese grüne mit diesen Glitzersteinchen dran. Und die die kleine mit den ganz vielen Herzchen, ist für mich die kleine Schwester von der Better Together. So. Also, wir haben hier einmal in dieser Kollektion sind drei Bars, also die drei Stück, gibt es einzeln nicht so. Nur in einer kompletten Serie. Wenn ihr sie in euren Club legt, dann könnt ihr sie natürlich auch einzeln dazu tun, müsst ihr nicht alle drei nehmen. Haben wir hier einmal You Are The One. Der Duft ist, also es sind alle drei wirklich sehr gut. Der ist eher frisch, parfümig. In meiner blauen Kategorie zu Hause so frische Luft, sauber, clean. Ne, also wer auf so frische Parfüm steht, wird den hier mögen. Ne, also der ist super. Kalt zumindest. Ich hatte ihn noch nicht in der Lampe zum Testen, aber es wird definitiv noch passieren, solange wie er da ist. Und dann wird sich rausstellen, ob ich ihn in den Club lege oder ob ich mir halt einfach noch 1, 2, 3 Bars zulege und damit meinen Vorrat habe und dann ist gut. Ne, aber der ist, den kann ich wirklich empfehlen. Der ist toll. Dann haben wir einmal It's Love. Das ist ja dieser Mandarinduft. Soll ich euch mal noch die Duftbeschreibung dazu vorlesen? Wartet. Machen wir. Da. So, da hatten wir You Are The One. Also, hier steht spritzige Gurke. Grüne Apfel vermischen sich mit einem wohltuenden Hauch von Aloe Vera. Nö, also Gurke kommt jetzt kalt, wenn für mich nur minimal durch. Dann wahrscheinlich eher Apfel und Aloe Vera, aber so richtig zuordnen könnte ich jetzt gar nichts von all dem. Er ist für mich einfach nur ein frischer, parfümiger Duft, den ich so im Kaltzustand bisher wirklich, wirklich gut finde. Wie es warm aussieht, wird sich dann zeigen. So, It's Love, wie gesagt, dieser Mandarine-Duft. Da steht, Mandarine tanzt mit Himbeerblüte unter einem nächtlichen Himmel aus glitzerndem Zucker. Dann schauen wir mal, was ich da so rausrieche. Also Mandarine kommt definitiv durch, die rieche ich raus. Himbeere. So. Ist ein süßer, parfümiger, fruchtiger Duft. Ja, also auch hier eine Empfehlung von mir. Wer Mandarine mag, wer fruchtig, zitrusmäßig mag, der ist bei It's Love definitiv richtig. Von diesem Duft haben wir ja auch ein Badesalz, eine Bodylotion, Handcreme. Gucken wir gleich mal. Ich lege den mal extra. Ne? Und dann, hier habe ich jetzt schon einen Würfel in der Lampe zum Testen, ist der Together Forever. Und der ist kalt wie warm. Für mich in der Lampe total gut. Ist für mich der kräftigste Duft von allen dreien. Eine Explosion von Apfel und Erdbeere mit einem immerwährenden Hauch von Wicke. Apfel, ja. Doch, beim zweiten Hinriechen nehme ich den wahr. Erdbeere, nee, und wie Wicke riecht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, er ist für mich auf jeden Fall der kräftigste Duft von allen dreien. Ich nehme ihn sehr gut wahr in der Lampe, kalt wie warm. Ist der für mich bis jetzt, die anderen habe ich ja noch nicht getestet, bombastisch. Da werde ich mir einen Vorrat anlegen, zulegen, solange wie er verfügbar ist. In den Club kommt er nicht, aber mit einem Vorrat darf er bei mir einziehen. So, und dann gucken wir jetzt noch mit dem It's Love. Haben wir einmal eine Körpercreme, also eine Bodylotion Mandarine Duft, eine Handcreme mit Mandarine und ein Badesalz. Ein Badesalz und
eine Duftblume mit der Blüte Dahlia Darling. Ne, in der Valentinstagskollektion. Wer noch nichts hat für sein Schützelein, ist damit auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Entweder oder alles zusammen. Ne, als tolle Z-Paar. Wenn ihr möchtet, stelle ich euch auch was zusammen. Bekommt er von mir ein fertiges Set zum Verschenken. Bei Bedarf auch eingepackt. Na, und zugesendet. Dazu müsst ihr ja nicht aus meiner unmittelbaren Nähe kommen. Die Post macht's möglich. No? Gut, dann haben wir heute erstmal alles durch, was Neues bei mir. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich für eure Geduld, für euer Interesse an diesem tollen Zeug. Im nächsten Video... Was wollen wir denn da machen? Habt ihr vielleicht eine Idee, wollt ihr irgendwas sehen? Ich kann ja auch gerne mal ein Video nach eurem Geschmack machen. Ist ja kein Problem. Schreibt mir einfach, was ihr gerne sehen möchtet, was wir mal besprechen wollen, was euch interessiert. Ja. Genau, die Katalogtour wollten wir machen im nächsten Video. Also nächste Woche. So machen wir das. Prima. Ja, wenn es dir gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr wollt von diesen mega... Dann abonniert meinen Kanal und ich freue mich. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss!